Ist die Hand gehen, Frau? Grüß Gott, Herr Josef. Also ein bisschen gehen, Frau. Gehen wir es gleich an mit der Massage, ja, nicht Herr wahr? Ja, heute müssen wir die Fettansätze wegmassieren. Naja, werden wir ja gleich haben. Wo sind sie denn hauptsächlich? Ja, um die Hüften herum, da werde ich ja zu tief. Ja, um die Hüften, so ein bisschen rund um den so gegen hinten zu, ja. Aber auch das Bauchel, das Bauchel wird viel zu dick. Ja, da kann man nichts machen. Ja, das ist ja beinahe so wie geschwollen. Ja, da wird schon einige Zeit so bleiben. Wissen Sie, das wird dann schon von selber wieder schlank werden. Naja, Sie sollten halt eine Frau nicht so viel zu sich nehmen, nicht wahr? Ja, was soll ich tun? Da kann ich nichts machen. Mein Mann ist schuld daran. Der will immer noch und noch in mich hineinstopfen beim Essen. Na, das ist ein gutes Zeichen beim Herrn Gemahl. Er hat ihn halt gern, nicht wahr? Ja. Aber für Damen, die schlank bleiben wollen, da ist das nichts, das würde ich hineinstupfen beim Essen, nicht wahr? Naja, ich nehme es ja auch immer vor zu fasten, aber es ist halt so viel gut, das Essen. Das glaube ich. Das sagen wir, Frau, fertig zusammen. Jetzt müssen wir noch über die Herren, müssen wir noch hereinrufen. Also übermorgen habe ich ja wieder das Vergnügen, nicht wahr? Jetzt ist die Hand, nicht wahr? So, bitte der erste Herr, ja, bitte sehr. So, aber die Herren, guten Morgen. Na, also gehen wir es gleich an mit der Massage. Bitte legen Sie es da nieder. Ein bisschen Federweiß, so, da geht es viel besser. So, also bitte schön, ich lege es ein bisschen am Bauch, dass ich über den Rücken und über die Kreuzpartien komme. So. Ja, aber wenn es zu den Armen kommen, da bin ich kitzlig. Ja, das ist doch gesund. Aber ich hab schon gewusst. Da kommt allerweise ein magerer Schneider her. Das ist allerweise noch zu wenig, was ich tue. Ich hab schon gehabt, ihr drückt am Special aus. Nein, wir lassen das Special drinnen. Ja. Aber ich mach's eh viel zarter bei Ihnen, nicht wahr? Das nennen Sie zart? Na, jetzt kann ich mir denken, wie es ausschaut, wenn Sie es nicht zart machen. Hören Sie auf, zieh ich ja ein. Nur nicht schreien, dann lachen Sie lieber. Aber ich kann ja schon nicht mehr lachen, mir tut schon mein Bauch weh vor Lachen. Da sind die Weiber ganz anders. Da kommt der Freund alle Wochen zu mir, die muss ich zwicken, drücken und ihr Fläschchen so abbrechen, dass das Blut ganz rebellisch wird. Ja, die will es alle Weine auch fester haben. Aber gingen Sie? Wo tun Sie es denn? Brackeln? Wo brackeln Sie denn das da? Ja, da unten, unterm Kreuz, die Fleischpartie, da. Ich weiß schon, das habe ich schon als kleiner Bub von Herrn Lehrer angekriegt. Mit dem Stabel noch dazu. Ja. Und das will die Freien haben. Ja, das ist für Sie der höchste Genuss, sagt aber sie. Da weiß ich mir einen höheren Genuss. Hört auf. Das wollte ich nicht mehr raus. So, bitte, jetzt rasen wir um, so, noch ein bisschen Federweiß, jetzt kommt die Brust- und die Bauchmassage. Machen Sie das bei den Frauenzimmer auch? Natürlich, deswegen kommen Sie so her. Deswegen so. Die Brust. Ja, das kitzelt. Nein, das machen Sie lieber bei den Frauenzimmer, wenn Sie das wollen, ja? Ich wollte es nicht aus. Ja, also gehen wir halt über das Bauch. Hört auf am Bauch. Das halte ich nicht aus. Die am Bauch sind da die Weiber auch kitzelt, ne? Gerade ist es den Weiber, das liebste Pflaster. Besonders den jungen Mädern, und den kann ich nicht nur tun. Das ist ihnen, wissen Sie, wie man so sagt, am liebsten, wenn ich so über das Bacherl komme. Nein, Morgen sehen wir uns ja wieder. Der nächste Herr, wenn ich bitten darf.